Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind ja noch ein bisschen beim Backtracking und sind, ja, ich zeig's euch gerne nochmal. Wir haben in der letzten Folge nämlich ein neues Gebiet mehr oder weniger freigeschaltet. Und zwar die Schwarzwurzelgänge, wo noch einiges ist. Wo wir definitiv noch eine weitere Fähigkeit abholen. Ich denke, ich weiß schon welche, und zwar die Laterne. Das werden wir dann aber, ja, jetzt hoffentlich in dieser Folge noch erleben. Und ich dachte mir, komm, machst du hier unten erstmal noch den Rest fertig, bevor es dann in das neue Gebiet geht. Ja, da, was wir dann hoffentlich auch 100% machen. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die noch offen sind, wo wir allerdings ja die Laterne brauchen, um weiterzukommen. Und natürlich muss ich gestehen, hier oben sind auch noch ein paar Sachen zu oder nee, hier sind gar nicht mehr so viele, aber hier sind noch zwei Sachen, die werden wir auf jeden Fall auch noch machen, bevor es dann zum Horuberg geht. Also ja, eine etwas längere Einleitung diesmal. Aber ich denke, das ist auch ab und zu mal nötig. So, sind wir jetzt hier? Ne, sind wir noch nicht hoch genug. Wir müssen noch eins weiter hoch, um dann im nächsten Gebiet halt einfach mal, ja, zu gucken, was hier noch alles zu holen ist. Genau hier nämlich. So. So, okay, hier speichern wir nochmal ab. So, Spiel gespeichert. So, genau. Hier geht's wieder nach oben. So, jetzt speichern wir hier nochmal ab, denn ab jetzt so, ich weiß jetzt nicht. Ah, verlorener Hain. So, upp. Okay, gut. Nee. Na, oh, das war natürlich besonders intelligent. Mal kurz gucken, können wir den jetzt schon angreifen? Natürlich nicht. So, mal gucken. So, Nee. So, okay, gut. So, okay, mal gucken, wie kriegen wir das jetzt hier am dümmsten hin? Können wir ja, wir können speichern. Nein. So, okay, gut, das hat jetzt funktioniert. So, einmal nach unten rutschen lassen. So, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier machen müssen. Ich denke mal, wir gehen erstmal nach. Ja, nach rechts ist noch ein ganz, ganz großes Gebiet. Ich würde sagen, erstmal nach links hier. Nee. Huh. So, safe. Wow. Ja, gute Frage, ob wir das jetzt hier irgendwie bräuchten. Boah, das sieht so wunderschön aus hier. Cool. Dass das funktioniert hat, so, ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Okay, gut. Ne, hier kommen wir noch nicht weiter. Ach du grüne Neuner. Ne. Boah, das war gerade so intelligent.
So, kann gerade nicht speichern. Okay, das ist natürlich besonders gut. So, speichern. Oh, was? Warum? Finde ich ja jetzt unfair. So, ich gucke erst. Okay, mal gucken. Gut, wieder ein Gebiet für mit der Laterne. Die haben wir einfach noch nicht. So, mal gucken. Ach Mensch, warum wurde die wurden die getrennt? Finde ich auch uncool. So, da ist wieder eine Laterne. So, mal gucken. Zoe konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebte in diesem Hain, doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Licht absorbieren. Du hast den Lichtstrahl erlernt. Nutze diese Fähigkeit, indem du LB drückst oder hältst und somit einen Lichtstrahl wirfst. Krass. So, erstmal speichern. So, mal gucken. Oh, schön, so geht das. Krass. Okay, krass. Cool. Das macht ja jetzt gleich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Cool, das ist jetzt aus. Schön. So, wir müssen nach da oben, war das genau? So, okay, mal gucken. Ah, schön. So, dann haben wir jetzt das nächste Gebiet. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, Laternen zu entfachen. Ups.
So, und... Ups, lapp. Safe. Was haben wir hier? Schön, Fähigkeitszelle gefunden. Die nächste, schön. Jetzt noch nicht geladen. Wir hatten hier gespeichert. Können jetzt nochmal speichern. Und können uns endlich die Ultra-Verteidigung holen. Und Seelenmeister, neue Errungenschaft. So, ich würde sagen, jetzt das nächste wird die Geistereffizienz, dass wir erstmal das komplett fertig machen und dann zum Schluss auf Angriff gehen. Also das, denke ich mal, ist so relativ sinnvoll, wenn man das so nennen kann. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Okay, so, mal kurz gucken. Oh, okay. Nein. Oh. Das war doch so klar, dass wir hier verkacken. Das war eng, das war eng, das war eng. Gut. So, jetzt hier gleich durch. So, Flammenmeister, was war das denn? Ja, gute Frage. So, jetzt müssen wir da unten weiter. Okay, so. Okay, so, mal kurz gucken. So, hatten wir das auch. Nächste Fähigkeitszelle. So, ich guck gerade mal kurz. Die nächsten Sachen sind auch alles mit 2 Fähigkeitspunkte, genau. So, ich habe aber das Gefühl, dass da noch irgendwas ist. Na, okay, doch nicht. So, Seelenverbindung ist wieder bereit. So, segeln wir mal nach unten in das Ungewisse. Mal gucken, was uns hier noch so alles erwartet. So. Okay, was haben wir denn hier wieder? Nee. War fast geschafft. So, ah, da ist was, genau. Dachte ich mir doch, dass da irgendwas ist. Nee. Oh. Gut, verkackt. So, okay, jetzt können wir hier safen. So, okay. Seelenverbindung ist bereit. Ach du Kacke. Oh. So, da hätten wir das jetzt. Nächste Fähigkeitszelle. So, ich glaube, da war jetzt nichts mehr, genau. So, jetzt können wir Geistereffizienz. Ja, ich merke gerade das Spiel da. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir schon Richtung Ende unterwegs sind, aber ja, falsch gedacht. Also. So. Huh. Okay, was kommt jetzt als nächstes hier nach links? So, mal kurz gucken.
Verdammt. So, mal kurz gucken. Safe, da müssen wir doch irgendwie durchkommen. So, dachte ich mir doch. So, schön. Fähigkeitszelle gefunden. Die nächste. So, mal gucken. So, und speichern. Also, ich habe so das Gefühl, dass das doch gerade echt gut läuft. Mal gucken, ab nach unten und nach links. Ah, die Musik ist so schön. Jo. Ah, okay. Können wir... Ach du Scheiße, wir müssen da jetzt irgendwie... Okay, wir müssen also... Okay. Hä? Wie geht das? Kann mir das mal bitte jemand erklären? So. Leute, wie soll denn bitte sehr das gehen? Ich krieg die ja nicht mal mehr gerade hoch. Geschweige denn da irgendwie rüber. Irgendwie macht das gerade keinen Sinn für mich. Ah, da sind noch welche, was? Okay. Ah! Läuft! Okay. Oh, ich bin ja auch ein Klopskind. Man kann ja die Länge variieren. So, gar nicht dran gedacht, dass man da die Länge irgendwie variieren kann. Oh, Backe, was kommt denn da auf uns zu? Aber wisst ihr was? Ich denke mal, das soll erstmal für die Aufnahmesession gewesen sein. Wo es hier oder wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Würde ich mich drüber freuen. Und werden wir hier jetzt noch... Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Schön. So, mal kurz gucken. Das nehme ich mir jetzt noch raus. Also, wir haben noch Kleinigkeiten sind noch zu holen. Achso, Kartenlegende, Lebenszellen. Ah, da. Aha.
Okay, schön. Da wissen wir jetzt auch noch auf jeden Fall, dass uns hier noch. Wo sind wir denn gerade? Moment, Moment, Moment. Stimmt, wir sind jetzt hier nach unten. Also da wartet noch ein bisschen was auf uns. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Würde ich mich drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.